Als Ben das erste Mal zu uns kam, hat er sich eigentlich nur durchgehend gefreut und war glücklich. Ich weiß noch, bei unserem ersten Hund war es so, dass der sehr lange geweint hat, weil er halt schon älter war und sich zu sehr an seine Mutter gewöhnt hatte. Ben war total zutraulich, hat sich sofort in unserer Familie wohlgefühlt und war sofort ein Teil von unserer Familie. Ja, der Chester ist mittlerweile 8 Jahre, benimmt sich aber wie so ein Welpe. Wenn man ihn ruft, Chester, kommst du her oder nicht? Dann kommt er natürlich her oder nicht. Und er liebt seinen gelben Ball. Er spielt gerne mit seinem Ball. Ja, er ist sehr, sehr tollpatschig, stolpert immer noch über seine eigenen Füße. Hat er wohl als Welpe schon getan. Immer wenn ich nach Hause komme, ist er der Erste, der sich freut. Ben, der ist total verschmust und kuschelt gerne. Hört auch sehr, sehr gut auf alle Kommandos, die wir ihm beigebracht haben. Also eigentlich soll Chester ja ein Wachhund sein. Hat natürlich mehr Angst als Vaterlandliebe. Wenn jemand den Hof betritt, jemand Fremdes, Postbote, ganz schlimm. Macht jetzt zwar einen Wahnsinnslärm, aber versteckt sich immer im Garten. Er weiß halt, wer wir sind und er liebt uns und wir lieben ihn. Er ist ein ganz, ganz toller Hund. Manchmal glaube ich sogar, dass er selber denkt, er ist ein Mensch. Also warum ich Chester so gern habe? Ja, er ist halt ein ganz liebenswerter, ein bisschen trottelig, ein bisschen tollpatschig. Hört auch nicht immer so, wie er eigentlich sollte. Aber von seinem Wesen, von seiner Art her, ist er ein ganz lieber, ein ganz, ganz treuer Hund.